Hier wartet jemand auf. Wo das? Hinten am Pool. Salut, meine Brüder. Salut, okay. Salut, General. Sorry. Alles gut. Salut, General. Onkel. General, Onkel. Salut, mein Bruder. Wer wartet denn da? Da hinten, ja. Wer denn? Wer ist das denn, bevor Schellenlauf? Weiß nicht. Die Filme? Wer ist das? Weiß nicht. Ja, ihr lasst ihn hier rein, wenn ihr ihn nicht kennt, oder was? Hä? General, das ist Beko. Das ist Beko. Okay. So, ja, salut, meine Brüder. Wo ist Beko? Wo ist Beko? Weiß nicht. Ich glaube, der ist jetzt hinten. Salut. Ey, Beko, was ist los, Influencer? Willst du einen großen Auftritt oder was machst du da hinten alleine? Was will der denn? Neffe. General, ich weiß gar nicht am Anwesen. Herr Bruder, er ist gar nicht hier, er ist die ganze Zeit unterwegs. Die sagen mir, Beko ist da hinten. Ich baller den jetzt nicht, wenn er da hinten ist. Gerade, ich knall dir den da hinten ab, wer da auch immer auf meinem Anwesen ist. Also Beko, ich stehe hier gerade alleine beim Mittagessen. Ich knall hier irgendjemand ab. Wer ist das? Neffe, sag, bevor ich knalle. Neffe, ich knall! Ich weiß nicht! Ich knall! Knall! Ich knall! Sag, wer das ist! Ich weiß nicht! Doch, das ist so eine komische Stimme! Ich weiß nicht! Ich baller den weg. Hey, wer bist du? Ich zähl bis drei, dann sagst du deinen Namen, sonst baller ich dich weg. Eins. Richie. Lang komm ich, Premium. Wer bist du? Richie. Wer bist du? Hast du mich vergessen, Vater? Hm? Vater? Wer bist du? Sag deinen Namen oder es knallt dir. Richie, ich bin's, Edelfritz. Du kanntest mich damals nur als Fritz. Was? Richie, ich bin's. Also, Beko hat eben so ähnlich auch im Funk geredet. Ich will nichts sagen. Wer bist du? Richie, ich bin's, dein Sohn. Dann sagt deine Mutter, die Hure sollen der Hölle schmoren, du Wembock. Nummer Hochstapler. Dreckige Bastard-Hochstapler überall. So, bringt den Müll weg hier. Weg mit dem Müll. So, ey Menes, hier ist gut. Wir halten hier an. Hier ist gut. Hier geht auch. Komm, halten wir an. Auf, aussteigen. Armin und ja, Stefano. Genau. Von hier übernimmt man das. Gib mal eure Sachen irgendjemand. Oder macht mal hier in den Kofferraum rein, eure Sachen. Ihr müsst jetzt einen Test bestehen, meine Herren. Was für von hier überlebt man das niemals? Bestimmt. Ich hab den Test gemacht, da war die Brücke viel höher. O-O-S-S-E-N. Nein, die war genauso. Nein, Bruder, nein. Die war viel weiter ehrlich? Unten. Ja, Bruder, die ist hoch. Guck mal da runter, Bruder. Und die ist viel zu... Oh, nein, nein, nein! Können wir ihn jetzt glauben? Oh, er hat's überlebt. Er war's nicht. Er war's nicht. Der nächste Idiot. Ey, was seid ihr für Idioten, Alter? Was, Anzug? Der nächste Idiot. Ey, seid ihr blöd? Alle, was macht ihr denn da? Ey, alle. Sowas auch nicht. Was soll das denn? So, Armin, letzte Frage. Guck mal her. Hey. Wie geht's sowas? Wo ist Armin? Hier, General. So, meine Herren. Oh, Marek. Das hier ist der Gott entscheidet, ob ich ein Kopf bin oder nicht, Test. Einfach dein Hey, seid mal ruhig jetzt, Jungs. Die müssen den Test jetzt bestehen. Es geht um Folgendes. Gott entscheidet über euer Leben oder Tod. Versteht ihr, was ich sage? Sie. Gott entscheidet, ob ihr Bullen seid oder nicht. Alles klar? Alles Armin, klar, du zuerst. Du springst. Gott entscheidet über Leben oder Tod. Nein. Bevor du schreist, sagst du, das ist der Weg und dann springst du. Ist das nicht die falsche? Ist scheißegal. Gott entscheidet. Das wird schon. Brücke. Hoppa. Er lebt. Sehr gut, er hat den Test bestanden. Estefano. So, ja, Estefano. Aber die haben beide nicht geschrien, das ist der Weg. Hey, Gott, meine Freunde. Hey. Gott irrt sich nicht. Versteht doch, was ich sage. Egal wie hoch die Brücke ist. Ich sag euch doch. Menes, lass mal gucken, wie er hinten rausgeschwemmt wird. Jungs, das ist ein Test, ich sag euch jetzt. Ey, einer muss da runter ihn holen. Ey, nicht runterspringen, Armin ist doch überlebt. Aber ich hab überlebt. Hast du gesehen?
Ja? Nico, spring, wenn du ein Mann bist. Aber General Tar hat das auch noch nicht gemacht damals, ne? Das ist Tar ein Bulle oder was? Der heißt Beißer. Ach so. Ja, aber Armin auch nicht. Der war auch noch nicht Bulle. Doch, doch. Mir wurde gerade, Nico hat gesagt, Armin war ein Bulle. Hä, hey, was laberst du? Wie, Nico? Der war kein Bulle. Hä? Ah. Ey, alles wer kam cool, gerade zu mir cool. Hat gesagt, Abi ist auch ein Bulle gewesen. Wer hat's gesagt? Ich hab das nicht gesagt. Ich hab das gesagt, mir wurde das echt erzählt. Siehst du, der Alter, war auch ein Bulle, der war kein Bulle. Egal, er hat doch die ja, aber er hat doch die Taste bestanden. Ist doch, er hat nicht mal was dagegen gesagt, ne? So, haben wir den, komm. Ich muss dringend zu Armin, hast du den? Ja, ich hab den, Armin. Was weiß der General? 9252 bei Teledienfeld einfach. Was war mein Auto? Ich wusste, dass ich überlebe. Aber seht ihr, der Test lügt nie, Nico. Der lügt nicht. Das stimmt. Weil ihr sagt, die Brücke ist nicht hoch genug. Oder der Test lügt nicht. Du bist Quatsch Comedy Club geworden. Nein, General. Stellt sich vor, ich bin dein Sohn, bin der. Was soll der Scheiß? General, das nein, nix, General. Und dann machst du unsere Leute dumm an, weil die mir die Wahrheit sagen? Nein. Ich frag im Funk, das wo Ding bist ist... du, Biko? Und du lügst. Nein, seit wann General, lügen wir? Ich... Seit wann wir lügen nie, General. Alles klar, wir lassen Gott entscheiden. Nein, General. General steig General, aus und halt die Fresse. Bitte. Gott entscheidet. General, wie geht's nicht steig gut, aus, mir scheißegal. Ist kacke Stopp. Wir lassen Gott entscheiden über deine Lügen. Komm her, wir lassen Gott entscheiden. Please don't. So, spring! Wir lassen Gott entscheiden, ob du ein Lügner bist oder nicht. Spring. I don't want this, man. Spring. I don't want. Spring. Spring. Warte, Gott entscheidet warte. Über dein Schicksal. Warte, bitte, warte. Warte. Gott entscheidet über dein Schicksal. Du dreckiger warte, Lügner. Und wenn du nochmal lügst, wait. Hör mal zu, Beko, no, hör mal auf. Das ist gerade kein Spaß. Halt die Fresse. Wenn du nochmal lügst, das schwör ich bei meiner Ehre, hast du eine Silberkette an. Bei okay, Gott. General. Wenn du noch mich nochmal anlügst, hast du eine Silberkette. Verstehst du das? Okay, General. So, stimmt. Gott entscheidet über deine Lüge. Jetzt spring. Aber General, ich schlag halt doch schon halt die Fresse und spring, habe ich gesagt. Interessiert mich nicht, Scheiß. Spring. Gott entscheidet. Niemand kann entscheiden, nur Gott. Er lässt dich leben oder egal, du stirbst. Egal, wie es ausgeht. Ja, egal. Wenn du gelogen hast, gehst du drauf. Du bist wie mein Vater, du weißt ich das. Ich bin nicht dein Vater, ich habe dir nichts am Hut, spring. Ich habe gehofft immer, dass du mein halt Vater bist, General. Halt die Fresse und spring. Wieso kannst du nicht meine... Okay, guck mal, ich boxe dich gleich, dann hast du noch weniger Chance. Spring. Merkt euch eins. Ich bin ein Albaner. Ja, das bist du. Seht ihr, Jungs? Meine Sprungtests immer das Beste. So musst du es machen mit diesen ganzen Jungs. Grüß euch, Jungs. Ein wunderschön. Ich habe mit Jürgen telefoniert. Der weiß, dass ja, er der kommt jetzt. Jawohl. Titan, wo bist du? Ihr könnt reinkommen, Jungs. Komm. Korrekt. Kommt schon mal Dankeschön, rein. Dankeschön. Macht's euch gemütlich, Leute. Geht schon mal in den Pool da hinten. Macht's euch gemütlich. Wohin? Ja. Wo ist Pool? Hinten, da hinter Maus. Kommt mit. Ich bin hinter gleich Maus, euch. Genau. Es wird eng hier, ja? Bruder, du siehst aus wie 50 Cent, Alter. Krass, komm mal hin. Bandana und Cappy, NY Cappy, LS Cappy. Und wie findest du meine Brille? Brutal, welche Frau könntest du mich ficken, mein Lieber? Hier ist eng, Jungs, aufpassen. Eng ist immer gut. Und hier könnt ihr euch Platz nehmen, ja? Sehr gut, alles klar, vielen Dank. Gerne da. Hey, stellt euch hier hinter der Couch auf, hier.
kann ich euch was zu trinken anbieten, Männer? Wasser. Braucht jemand was? Menes, der bietet euch was an, der Bruder. Ja, ich würde was nehmen. Kannst du nochmal deine Hände strecken, bitte? Ja, hier mit den langen Haaren. Aber okay. Gib denen keine Drogen, bitte. Nur was zu essen, trinken. Gib denen keinen Crack oder so. Hm. Am Ende dann sitzt bei mir. Salam alaikum! Alaikum salam. Gide. Ja, genau. Hier ist dein Vater. Komm hier. Genau, Junge. Regi! Kann einer die genau? Und wie? Was soll ich da sagen, Jungs? Bruder, ein wunderschön. Ein wunderschön, was geht ab? Alles fit? Bestens, ja, wie immer. 50:08. Ja, sehr Salam gut. Salam alaikum. Malaikum manjana. Alaikum salam. Und sonst, wie geht's euch? Alles gut. Arbeiten, Ball flach halten, Kopf einziehen, das Übliche. Ja, das Übliche. Bis die Zeit gekommen ist. Kommt Zeit, kommt Rat. Komm Attentat. Ganz genau, mein Bruder. Ja, ich bin hier wegen dem, was wir gesprochen haben. Wir haben jetzt ein paar Tage ein bisschen was gemacht. Hm? Und würden das Zeug gerne hier einmal durchschleusen bei euch, dass wir das auch unsere Bankkonto packen könnten. Perfekt, das können wir auch direkt machen. Da ist Lucky direkt da. Wo ist Lucky? Wo ist Lucky? Ja, Bruder. Hier, Lucky. Lucky, dass du Bescheid weißt. 15%, ja, dass du Bescheid weißt. Klar, kein Problem. Und der Lucky macht das? Alles klar. Dann gebe ich dir schon mal das Geld, Lucky. Ja, klar doch. Ich komme dann vorbei und dann bringe ich es euch einfach nach Hause. Gar kein Problem. Ich komme im Helikopter, ich kann seit neuestem fliegen. Niemals. Hm, doch. Wie eine Eins. Aber landen müssen wir noch üben, Jürgen. Was? Laberst du? Okay, guck mal, ich lande genau auf diesem Tisch hier. Er konnte schon immer fliegen, aber mit runterkommen war es bei Jürgen immer Problem. Jürgen, oh, ich Bock, hallo, Volk. Ey, Leute, wenn Jürgen... Holt der Heli? Gib mal unter diese Treppe, gib mal unter diese Treppe. Ey, pack den. Nein, wirklich, der stürzt ab, ich weiß ganz genau. Ey, gib mal unter die Treppe hier, Cousin. Ja, die General. Alawal, den Bebe, guck dir mal da runter, wo der Fliegler ist. General. Wo kommst du denn her? Jürgen, komm da runter. Wie geht's dir, General? Wenn ich deine Stimme höre, Bruder. Ich denke immer an Hustensaft. Wie geht's dir, Bruder? Jürgen, du kannst am geilsten lernen, Bruder. Jürgen fliegt. Ey, lass mal bitte. Ey, Jürgen, der stürzt ab, Jungs. Der konnte noch nie fliegen. Der konnte noch nie fliegen, Bruder. Ah, guck mal, die Cousins wissen schon Bescheid. Die sind schon unter der Treppe gegangen. Bruder, weißt du, Bruder. Ey, wollen wir schnell eine Wette machen unter uns? Ich sag, $1000, er stürzt ab. Alter, ich sag $1000 dagegen wegen. Ich glaube an Jürgen. Ja, ich believe. Guck mal jetzt. Ui, ui. Oh mein Gott. Der gibt schon aber Mühe, ich merk das schon. Ey, Lucky, gib mal schon mal $1000, bitte. Warte, ich geb dir. Ui, komm, Nishan. I will bock. Der macht doch diese Musik, Bruder. Der macht diese vergessen. Musik. Warte, gib mir die Chance, aber zeig. Anti-Musik, hör mal. Ah, du Bruder, bist Scharfschau, irgendeinen, du bist Scharfschau, irgendeinen hast du gefickt, Bruder. Das ist aber nicht auf dem Tisch, Jürgen. Tisch geht nicht. Wie sagt man so schön Kopfschmerz? Guck mal, wie er landet. Hab gesagt, ich pack. Lucky! Jürgen, was Lucky. War das? Siehst du, ich hab gesagt, ich krieg den Vogel runter. Lucky, ruf mal den Typen von Versicherung an. Aber das ist die Wahrheit, du hast nur gesagt, dass du hier runterbekommst. Ich hab nie gesagt, wie ich hier runterbringe. Ja, das stimmt. Eigentlich hatte ich vor, von der Kamikaze runterzuspringen, haben wir hier landen. Ich habe schon gesehen, du hast in Richtung Cousins gehalten. War das ein kleiner Anschlag, Jürgen? Ja, mit dem Rotor in die Leute rein. Ich hab erstmal den Stein geschmissen. Ja, alles klar. Wie geht's euch? Bei euch alles gut, Jürgen? Alles Ach, klar. Wie immer. Wir warten und warten, aber keiner kommt. Ja, heute sowieso viele im Urlaub oder so. Ja, die sind alle am Rumgeistern. Aber ja. Es ist mal besser, dass man ein bisschen ruhig ist. Ne? So sieht's aus. Okay, Jürgen, ich habe Lucky das Geld gegeben. Sag einfach Bescheid, wenn ich später Zeit habe, dann ruf einfach durch, mein Bruder. Ja, ich komme einfach vorbei. Ja, sag Heli. Bescheid. Alles, nee, bitte nicht. Dann ist das Geld am Ende weg. Bitte nicht. Okay. Please come with the vehicle, my friend. Please. Okay, no problem. No problem. I'm coming with no vehicle. Very good. With Waschklit. With Waschklit. Please come with Waschklit. Michi.
Alles klar, dann wollen wir euch gar nicht mehr stören, meine Brüder. Passt auf euch auf und wir sehen uns später, ne? Salam alaikum, macht's gut. Malaikum, Maniana. Passt auf euch auf. Ciao, Bruder. Ciao, Bruder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mach's gut, ey. Mach's gut, ciao, Männer. Ciao, danke. Ciao, ciao. Ciao, Bruder. Ciao, ciao. Baby Ricci, Nummer 1. Ich küsse euch. Ciao, meine Brüder. Ciao. Ach, lass dich kommen.